Ben! Mama ist da! Phil? Nati? Phil? Finns Mutter hat Angst, dass der Sechsjährige allein und in Gefahr ist. Eigentlich sollte seine Tante auf ihn aufpassen, bei der die Alleinerziehende mit ihrem Sohn lebt. Oh nein, ist alles in Ordnung mit dir? Was ist das denn? Von wem hast du das? Von Mädchen. Ich bring jetzt erstmal raus, ja? Bist du okay? Ja. Ja? Da sich Finn schon länger auffällig verhält, nur noch von seinem imaginären Freund Mickey spricht und keine realen Freunde mehr trifft, hat seine Mutter Kontakt zu Familienhelferin Rosella Blumenthal aufgenommen. Die schaut heute vorbei. Stickstoffbehälter vorne, so. Was? Seine neueste Aktion hat sich eben sein Zimmer angeschlossen, aber ich hoffe, ich kann ihn so stehen lassen. Ah, okay. Ja, komm so einfach mal rein. Ich habe Frau Blumenthal hierher bestellt, weil ich nicht wusste, ob das Verhalten von Finn für einen sechsjährigen Jungen noch normal ist. Er kommt ja immer wieder mit seinem imaginären Freund Mickey an. Und im Moment ist das zwar schon so ein großes Problem, wo ich nicht einfach mehr weiter wusste. Hallo, Finn. Guck mal, das ist die Frau Blumenthal. Hallo, Finn. Mhm. Hi. Hi. Und was ist mit dem Stuhl passiert? Den hat Mickey kaputt gemacht. Mickey, mhm. Du, diesen Behälter, den Stickstoffbehälter, den hattest. Von wem hast du den? Mickey. Mickey, okay, Mickey. Und nicht von jemand anderem? Nee. Nicht von Tante Nati oder? Nee. Nein? Für mich war das eine sehr einladende Situation, auch direkt beobachten zu dürfen, was passiert denn im Dialog zwischen Mutter und Sohn. Und die Fragen von der Mutter waren schon fast suggestiv. Also dem Finn blieb nichts anderes übrig, zu sagen, ja, das war Mickey. Es war schon fast auch ein bisschen Trotz in Finns Stimme. Und gleichzeitig konnte ich aber auch sehen, dass er so ein bisschen zerrissen war. Finn, guck mal, es ist nicht schlimm, wenn du den Stuhl kaputt gemacht hast. Mhm. Ne? Die Mami ist dir da auch gar nicht böse. Nur du kannst nicht immer sagen, Mickey ist das gewesen. Oder das mit dem Stickstoffbehälter gerade. Wer hat das denn eigentlich die Tür abgeschlossen? Warst du das? Mickey. Auch Mickey? Ja. Und wo ist der Schlüssel jetzt? Von dem Zimmer? Hat Mickey mitgenommen. Hast du das Fenster aufgemacht? Oder? Ja. Und Mickey ist da rausgeklettert. Komm ich nicht weiter? Ich werde immer wieder von Eltern gefragt, lügt mein Kind? Und wenn ja, warum lügt mein Kind? Also dazu muss ich erst mal sagen, wenn ein Kind tatsächlich lügt, das ist eine sehr hochkomplexe Leistung, weil er muss sehr, sehr viele Dinge beobachten, sehr vieles mit einschließen, damit seine Lüge auch funktioniert. Und das erfordert schon eine sehr hohe Achtsamkeit, weil grundsätzlich sind Kinder sehr ehrlich. Und die Lüge entsteht, wenn es für ein Kind auch ein starkes Motiv gibt. Finn, du, die Mama kommt gleich zurück, ja? Die Frau Blumenthal wird sich gerade mit dir unterhalten. Ist das okay? Ja. Ja? Gut. Ja, okay, bis gleich. Ich zieh mal den Rucksack aus, ne? Finn. Sag mal, da hat ja dein Freund Mickey ein ganz außergewöhnliches Geschenk gemacht, oder? Ja. Das fandst du bestimmt ganz spannend, ne? Mhm. Aha. Spielst du denn oft mit Mickey? Ja. Ja? Und hast du denn noch andere Freunde, mit denen du spielst? Nee. Nein, spielst du nur mit Mickey? Ja. Ah, okay. Alles klar. Die Mama, die hat mich ja heute zu euch eingeladen, weil die sich so ein bisschen Gedanken über dich und Mickey macht, ne? Mhm. Kannst du das ein bisschen verstehen? Ja. Ja? Okay. Weißt du was, ich habe ja deine Tante, ist das, glaube ich, ne? Die habe ich noch nicht kennengelernt. Ich würde einfach mal gerne erst mal runtergehen nochmal. Okay. Okay? Und dann sehen wir zwei uns gleich nochmal? Yep. Gut. Nachdem ich mit Finn alleine zuerst einmal zurückgeblieben bin im Zimmer, war es mir jetzt erst einmal wichtig, auch die anderen Familienmitglieder kennenzulernen, die im Haushalt sind. Und das war eben auch die Tante Renate, Finns Tante, um einfach mal zu hören, wie ist denn ihre Sichtweise der Situation. Und was mich dann erwartet hat, war sehr interessant. Wenn ich so etwas höre, ist doch totaler Kokolores. Da brauchen wir eine Familienhelferin. Was soll die denn hier? Die soll mir sagen, ob Finns Benehmen
normal ist oder ja, nicht. Normal, normal, was heißt denn schon normal? Ich finde es wichtig, dass eine Familienhelferin kommt. Ach, hör doch auf. Also es ist ja nicht so, dass man immer willkommen ist, wenn man in eine Familie hineingerufen wird. Deshalb war das für mich jetzt nicht so eine fremde Situation. Aber es war doch interessant zu beobachten, wie unterschiedlich beide Schwestern über die Hilfe, die sie da bräuchten oder eben nicht bräuchten, diskutiert haben. Hallo? Ja, gut, jetzt haben Sie gleich unsere Meinung mal mitbekommen. Also meine Schwester hält, ich sag jetzt mal, nicht so viel von Ihnen oder von einer Familienhelferin. Nee, also nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich das jetzt hier so sage. Aber ich finde, meine Schwester ist da wirklich ein bisschen überbesorgt. Also Finn ist, mit dem ist alles okay. Ich meine, das ist doch ganz normal, dass irgendwie ein kleiner Junge mal halt irgendwie einen imaginären Freund erfindet. Also, für mich ist es nicht normal, Renate. Ich meine, ich mache mir total viele Gedanken. Ja, das ist das Problem. Du machst ja immer viel zu viel. Ja, weil ich alles richtig machen möchte. Gut, das mag wohl sein, dass dieser Mickey jetzt halt im Moment in Finns Leben mal irgendwie einen größeren Raum einnimmt. Aber er nimmt einen zu großen Raum. Das heißt, das ist doch mal normal, das gibt sich aber auch von selber wieder. Irgendwann ist das wieder gut und dann verbringt er halt auch wieder mehr Zeit. Also ich kann schon die Besorgnis der Mutter verstehen, weil ich glaube, dass wir so ein Stück an der Stelle sind, dass ich so meine Zweifel habe, ob sich das von selber ergibt, weil er eben so präsent ist in Finns Fantasie oder in Finns Vorstellung. Ne? Und ich denke, dass es nicht verkehrt ist, da mal genau hinzugucken. Genau. Vielleicht wird klar, was Sie meinen, vielleicht wird aber auch klar, was Sie meinen. Das können wir im Moment noch nicht sagen. Ja, ich halte da nicht viel von, aber Kann ich Sie vielleicht mal unter vier Augen sprechen? Ich halte da ja nichts von. Nee, ich habe einfach keine Lust, wenn du immer dabei bist. Ja, es gibt immer noch Streit. Ja, wenn wir, ja. Dann, ja, natürlich. Könnten ja, wir vielleicht gerne mal dann früh in die Küche gehen. Das ja, na klar. Na klar. Es war schon sehr auffällig zu beobachten, dass Finns Tante das sehr locker gesehen hat und ja auch so ein bisschen so runtergespielt hat und sie im Grunde auch die Sorgen nicht so ernst genommen hat. Und das war natürlich auch die Vorlage für die Anspannung in dieser ganzen Situation. So, wir haben nicht ein gutes Verhältnis zwischen uns. Woran liegt das? Also ich meine, ich kann es mir ungefähr denken, aber ist das schon länger so? Ja, nee, seit erst das mit dem Thema Mickey angefangen hat. Also, ja. Sie stört das jetzt nicht, nein, wenn ich schon mal anfange. Nein, natürlich das nicht. Nein, gerne, gut. Gerne. Also ich meine, ich bin auch meiner Schwester unheimlich dankbar für alles. Aber ich meine, Mickey, das ist so ein Reizthema. Das können Sie sich vorstellen. Ich meine, dann komme ich nach Hause und dann sagt der Finn, Mickey hier, Mickey da. Dann kommt Renate rein. Nein, das war doch gar nicht so. Und stell dich nicht so an. Das ist doch ganz normal, dass die Kinder das machen. Dann sage ich, nein, das ist dann nicht ganz normal. Und dann sagt die, ach, was weißt du denn schon richtig? Ich bin doch mit dem Film immer Nachmittag zusammen. Und dann gibt es doch gar keinen Mickey. Und dann sage ich immer, ja, aber wenn ich nach Hause komme, der erzählt er doch immer von dem Mickey. Ja, ne? Das fängt eigentlich schon morgens an. Aha. So, dann schmiere ich dem Finn die Pausenbrote und dann sagt er, nein, Mama, ich kann nicht ohne das Pausenbrot für den Mickey dann in die Schule gehen. Diese Wut war für mich schon wie eine Verzweiflung, weil es war jetzt nicht so, dass sie nicht eingegangen ist auf Finn. Aber sie merkte, das wurde immer mehr und konnte sich das nicht mehr erklären. Das war eine richtige Ohnmacht. Und Ohnmacht ist ein Gefühl, das dahinter verbirgt sich natürlich sehr viel Angst und auch Wut. Tagesablauf immer der gleiche. Er kommt zurück, das ist Finn, sein Pausenbrot. Er hat es natürlich gegessen. Ja. So, und dann bringt er das Pausenbrot für Mickey dann immer noch mit. Aha, okay. Ja, voilà. Also so viel dazu, dass das. Da lag ein Zettel, den wir beide erst gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Und als sie den dann aufgenommen hat und gelesen hat, da muss ich sagen, da ist es mir auch einen Moment lang mulmig geworden. Lieber Finn, ich genieße die Zeit mit dir sehr und hab dich sehr lieb. Bis bald, mein Kleiner. Dein Mickey. Darf ich? Ich meine, schauen Sie sich mal an, das schreibt doch kein Kind in sein Alter. Auf diesem Zettel war für mich sehr schnell deutlich, das kann keine Kinderhandschrift sein. Finn wurde als sein Kleiner bezeichnet. Unten war die Unterschrift Dein Mickey. Es ist also nicht etwas Imaginäres, sondern was sehr Präsentes, das man im Moment gar nicht einordnen kann. Auf einmal
Micky dann doch immer nicht imaginär? Ich habe die ganze Zeit geglaubt, der existiert nicht. Da geht mir so durch den Kopf, der ist ja real, also der existiert ja, aber wer ist das? Ist das denn jetzt ein erwachsener Mensch oder ein Teenager? Was will überhaupt von Finn und woher kennt Finn den? Also da habe ich schon gedacht, jetzt ist auf einmal Micky real, aber ist er jetzt eine Bedrohung für mein Kind oder nicht? Ich würde gerne noch mal jetzt mit Finn sprechen, wenn das okay ist. Ich habe, glaube ich, eine Idee, okay, wie ich noch mal auf eine spielerische Art und Weise mich jetzt dem Micky mit Finn mal annähern kann. Ich bin zu Finn gegangen, weil ich ihn bitten wollte, dass er seinem Freund Micky mir mal zeigt. Und das geht im Grunde sehr einfach übers Malen. Du kannst ja so viel Platz nehmen, wie du willst, ne, auf dem Tuch. Mhm. Ja, mal doch mal so die Micky so, dass auch ich mir vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann. Je länger die Sozialpädagogin den Sechsjährigen beim Zeichnen beobachtet, desto mehr scheint sich ihr schlimmster Verdacht zu bestätigen. Bei Finns Freund Micky handelt es sich offenbar nicht um eine Fantasiefigur. Und wie sich zudem herauskristallisiert, weiß Tante Renate mehr, als sie zugibt. Schon richtig groß. Und bist du jetzt fertig mit dem Bild oder würdest du dem Micky noch was dazugeben? Dass er jetzt noch Flügel hat zum Beispiel? Nee. Oder so ein Superman-Zeichen oder so? Nee. Ich habe ja noch mal Finn gefragt, bist du fertig? Ja, ich bin fertig, weil ich eigentlich dachte, so ein imaginärer Freund, der hat zumindest eine Superkraft oder was ganz Besonderes. Aber das war ganz schlicht und das hat mir noch mal ganz klar verdeutlicht, okay, hier geht's nicht um eine kindliche Fantasie, hier verbirgt sich schon mehr hinter.